Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. So, werden wir mal den Tisch schwenken. So, und zwar dieses hier, das kommt später, das kam gestern. So. Und ich hatte es ja schon ein oder andermal angekündigt, dass ich ein bisschen was zur PlayStation 4 noch zeigen möchte. Und ich habe hier noch eine Ladestation. Ich werde mal ranzoomen für euch. So. Und zwar die GX4. Ja, für PlayStation 4. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie aussieht. Ich habe mir auch schon meine Controller hierher gelegt und so. Mal gucken, wo sie aufgeht. So. Hier. Jetzt auf. So, hier mal die Anleitung oben gleich drauf. Müssen wir so rausnehmen. Geht nicht anders. So. Und dann werden wir gleich uns den Karton noch mal ein bisschen genauer angucken. Wir haben hinten halt noch die verschiedenen Beschreibungen in Deutsch halt, dass es ein Gamecraft Doppelladesockel für Spielcontroller PlayStation 4 ist, kompatibel mit PlayStation 4 Controllern, lädt bis zu zwei Controller gleichzeitig, ideal zum Aufbewahren ihrer Controller, wenn sie gerade nicht spielen. Anschlüsse PS4, Controller nicht im Lieferumfang inbegriffen. Ist so klar, ist ein bisschen klein der Karton, dass da kein Controller mit drin ist. Wollen wir mal schon ein bisschen weitermachen. Scheint, ja, doch, ist genau das gleiche Ding, genau. So. Packen wir mal das weg, ich packe das auch mal hier komplett aus. Im Hardware-Video werden wir uns das natürlich etwas genauer angucken. So. Und das war auch schon für das Unboxing. Ihr seht, ist nicht gerade viel drin, muss es auch nicht. Wir haben den Standfuß, wir haben die eigentliche Ladevorrichtung und wir haben einen USB-Kabel zum, ja, mit, hier mit Strom, um die Ladestation aufzuladen. Ich würde mich jetzt erstmal verabschieden und wir sehen uns dann gleich im Hardware-Video zu dieser Controller-Ladestation wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.